Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, vormals Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 13302, Praxissemester entlohnen und Lehrerausbildung optimieren. Und für die Piratenfraktion hat Herr Kollege Dr. Paul jetzt das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Wir befassen uns jetzt mit einem Sachverhalt, der insbesondere aus der Sicht der betroffenen Lehramtsstudierenden eine politische Obszönität ersten Ranges darstellt. Überall wird von den regierungstragenden Fraktionen das Prinzip der guten Arbeit quasi wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Aber bei den eigenen Lehrkräften und den Menschen, die in der Ausbildung für diesen gesellschaftlich so extrem wichtigen Beruf sind, wird der Geldhahn mutwillig zugedreht. Uns sind die Lehramtsstudierenden wichtig, und dazu gehört ganz selbstverständlich auch die ordentliche Bezahlung während des Pflichtpraxissemesters. Auf der einen Seite wird gebetsmühlenartig wiederholt, dass wir gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte haben wollen, und auf der anderen werden die Studierenden dann im Regen stehen gelassen. Wie dies auch in Zeiten von gesetzlich vorgeschriebenem Mindestlohn für Praktika zu vereinbaren ist, das hätten wir Piraten dann schon gerne mal genauer gewusst. Wir sind der Auffassung, und das haben wir auch bei der Lehresausbildungsgesetz-Novelle deutlich gemacht, dass die Reduzierung des Vorbereitungsdienstes von 24 auf 18 Monate eine politisch gewollte Kürzungsmaßnahme war und wieder geändert werden muss. Der gesamte Bereich der Praxissemester muss überarbeitet werden. Eine Harmonisierung der drei praktischen Ausbildungsteile der Lehrerausbildung, also Orientierungspraktikum, Praxissemester und Vorbereitungsdienst in der nordrhein-westfälischen Lehrerausbildung fehlt völlig. Das muss daher komplett neu gedacht werden. Und hierbei sind insbesondere die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung von elementarer Wichtigkeit. Uns ist berichtet worden, dass eine Neustrukturierung der ZFSL dringend benötigt wird, damit auch die Kapazitäten bezogen auf das Praxissemester im ländlichen Raum mit ausgeschöpft werden und damit Fahrtwege reguliert werden können. Es kann ja nicht sein, dass Studierende bis zu 4 Stunden Fahrtweg pro Tag auf sich nehmen müssen für ein Praxissemester. Wann bitte soll dann das Gelernte noch vor- und nachbereitet werden? Und wann sind Sie, liebe Kollegen, das letzte Mal zu Rush-Hour-Zeiten mit einem Regionalexpress gefahren in der 2. Klasse? Um in Ruhe lernen und lesen zu können, brauchen Sie da schon so etwas wie eine Hyperraumblase. Vor der Bestreitung des Lebensunterhalts im Praxissemester rede ich da noch gar nicht. Der Lehrerberuf muss attraktiver werden. Das sagen unisono alle damit befassten Politiker, Gewerkschaften, Verbände und Ministerinnen. Allein diese 5 Wörter reichen nicht aus. Und die Studierendengenerationen im Bachelor-Master-Lehramtsversuchslabor müssen die Politikfehler auf allen Ebenen ausbaden. Sie machen den Lehrerberuf noch unattraktiver, als ihnen selbst das lieb sein kann. Lassen Sie uns daher lieber über Qualität, digitale Bildung, Inklusion in der Lehrerausbildung reden. Das werden wir auch, aber die Rahmenbedingungen müssen dafür stimmen. Und dazu gehört der administrative Rahmen für die Durchführung der Lehrerausbildung. Die finanzielle Sicherheit für Studierende ebenfalls. Die personellen Kapazitäten der ZFSL für die Bewältigung des Praxissemesters müssen deutlich erhöht werden, sowie ein schlüssiges Konzept zur Optimierung und Verbesserung des Praxissemesters gemeinsam mit den Hochschulen, ZFSL und den beteiligten Schulen entwickelt und uns hier im Landtag zur Abstimmung vorgelegt werden. Wir werden im Haushaltsverfahren die benötigten Änderungsanträge für die Bezahlung der Lehramtsstudierenden im Praxissemester stellen. Natürlich wird dann wiederkommen, Geld und so weiter und so fort. Ich sage es noch mal an dieser Stelle, wir sind eine der reichsten Gesellschaften der Welt. Und wenn Sie mir sagen, wo die Kohle geblieben ist, sage ich Ihnen, wie wir das finanzieren. Denn vor den gewaltigen Zukunftsaufgaben, die vor der nordrhein-westfälischen Lehrerschaft liegen, ist dieser Kürzungsvorgang in der Lehrerausbildung unerhört. Und zusätzlich müssen die ausbildenden Schulen bei der Durchführung des Praxissemesters in der Lehramtsausbildung finanziell und personell aufgestockt werden, sowie die dazu benötigte Infrastruktur geschaffen werden. Trotzdem, wir freuen uns auf eine fruchtbare Beratung in den Fachausschüssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Hammelreich.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der soeben vorgestellte Antrag zeigt einmal mehr, dass die Piraten, um im Bild zu bleiben, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Aber lassen Sie mich mit dem Positiven beginnen. Ja, der Lehrerberuf wird immer anspruchsvoller. Und deshalb haben wir einen gestiegenen Bedarf an gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Aber hier hören unsere Übereinstimmungen schon auf. Denn wie passt das zusammen mit Ihrer Klage einer wörtlich überfrachteten Lehrerausbildung? Überfrachtet durch die Heranführung an Themen wie Inklusion oder Heterogenität? Sollen wir etwa auf diese Herausforderungen nicht vorbereiten? Oder überfrachtet durch das Thema digitale Bildung? Da bestehen doch Sie gerade immer darauf, dass das zum Kanon der Zukunftsthemen gehören muss. Und welches Bild haben Sie eigentlich von den Studierenden, dass Sie diese als ständig überlastet beschreiben? Und welches Bild von der späteren Berufstätigkeit, in der unsere Lehrerinnen und Lehrer in der überwiegenden Mehrzahl die sicherlich nicht geringen Herausforderungen großartig bewältigen, aber eben auch die notwendigen Qualifikationen brauchen, um die Herausforderungen bewältigen zu können? Aber kommen wir zu den einzelnen Forderungen. Denen liegen völlig falsche Annahmen zugrunde. Als erstes die Beanspruchung der Studierenden durch Unterricht im Praxissemester trifft nicht zu. Da findet noch kein selbstständiger Unterricht statt. Und auch den von Ihnen angeführten berufsqualifizierenden Abschluss haben die Studierenden noch gar nicht während des Bachelorstudiums. Es wird aber auch klar, dass Sie den Sinn des Praxissemesters nicht begriffen haben. Das ist eng eingebunden in die wissenschaftliche Ausbildung und bietet eine reflektierte Einschau in die Praxis. Und ist kein Praktikum und deshalb auch nicht mit denen zu vergleichen und ist auch in anderen Studiengängen State of the Art. Bei den Medizinern, bei den Naturwissenschaftlichen, genau da gehört auch immer eine solche Praxiserfahrung, eine nicht bezahlte Praxiserfahrung mit zum Studium. Der Punkt der völligen Überlastung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung. Haben wir nicht gemeinsam in der Anhörung gesessen, in der zum Beispiel Herr Cox und Herr Oehing eine eindeutig positive Bilanz der ersten durchgeführten Praxissemester zogen? Spannenderweise sind beide in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung tätig. Und dann bleibe ich doch gleich mal dabei. Nach Ihrer Meinung sollen die ja ein Sparmodell sein. Nein, denn seit 2013 bis heute haben wir die im Haushalt vorgesehenen Stellen für Lehrkräfte als Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter um mehr als 300 Stellen erhöht. Und dieser Ausbau wird weitergehen. Damit haben wir nicht gespart, sondern investiert in eine noch bessere Ausbildung unserer zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer. Da also Ihre einzelnen Einlassungen auf falschen Annahmen beruhen oder schlecht recherchiert sind und vor allem bereits in der Debatte um das Lehrerausbildungsgesetz alle schon einmal diskutiert wurden, woher kommt denn dieser Antrag? Leicht erklärbar. Vermutlich haben Studierende bei Ihnen vorgesprochen und Ihnen diese vermeintlichen Schwierigkeiten geschildert. Nun, diese Studierenden waren selbstverständlich auch bei uns oder bei mir. Aber genau hier fängt verantwortungsvolle Politik an. Nicht einzelne Meinungen populistisch aufzugreifen und daraus pauschale Abqualifizierungen zu konstruieren, sondern über Nachfragen und Nachforschen bei unterschiedlichen Beteiligten versuchen, die Realität zu erfassen. Und da bestätigt sich nicht das von Ihnen gezeichnete Bild, sondern wird deutlich, dass in sehr verantwortungsvoller Weise, zum Beispiel in den Bezirksregierungen, gehandelt wird. Das betrifft sowohl die Absprache mit den Schulen, um hier einer Überbelastung vorzubeugen, als auch die Optimierung der Zuweisung für die Studierenden, um lange Anfahrtswege, die Sie ja noch darstellen, zu vermeiden. Und selbstverständlich haben wir auch beim Praxissemester eine Evaluation vorgesehen, deren Ergebnisse bald vorliegen werden. Meine Gespräche mit an der Untersuchung beteiligten Prodekanen für Lehre lassen sehr positive Ergebnisse erwarten. Darauf dürfen wir alle gespannt sein und sicherlich werden wir nach der Veröffentlichung Gelegenheit haben, über diese Ergebnisse und die daraus entstehenden Folgerungen zu diskutieren und dies dann auf einer sehr wissenschaftlich fundierten Grundlage und nicht auf Grundlage von sehr erstaunlichen Vermutungen, Abqualifizierungen und pauschalen Urteilen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Hammelrath. Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Klaus Kaiser. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, das Gute am Antrag der Piraten ist es, dass man sich Gedanken macht um die Lehrerausbildung
Und meine Vorrednerin hat es schon richtig angesprochen. Es geht darum, dass wir die besten Lehrerinnen und Lehrer kriegen. Das ist ja auch der Hintergrund, warum in der Lehrerausbildung schon unter Schwarz-Gelb die Praxisanteile und die Praktika erhöht worden sind. Weil wir eins wussten, es ist einfach fatal, wenn Lehrerinnen und Lehrer zum ersten Mal auf Klassen stoßen, wenn sie Studium abgeschlossen haben. Das war der Hintergrund zu sagen, wir brauchen verschiedene Formen von Praktika und wir brauchen auch das Praxissemester, um einfach Qualität abzusichern und Lehrerinnen und Lehrer oder Studierende, die das Lehramt später ausführen wollen, davon zu überzeugen, dass das der richtige Job für sie ist. Weil der Job des Lehrers oder der Lehrerin ist sehr anspruchsvoll, verlangt eine hohe Fachlichkeit und hohe Flexibilität. Und je sicher man ist, dass man sich auf diesen Beruf einlässt, je besser für unser gesamtes Schulsystem. Deshalb ist die Einführung des Praxissemesters vor dem Hintergrund zu sehen, mehr Sicherheit geben bei der Berufswahl und für die, die sagen, das ist nichts für mich, vielleicht früh genug auf Alternativen aufmerksam zu machen. Wer jetzt aber hingeht und sagt, wir müssen das Praxissemester bezahlen, verkennt den Charakter dieses Semesters, verkennt, dass es vielleicht auch noch BAföG-Empfänger gibt, vielleicht sind die ja nicht überall gleich stark vertreten. Aber eine Frage, die können wir gerne, Herr Paul, natürlich innerhalb der Beratung demnächst im Fachausschuss beraten. Wenn berichtet wird, dass für diejenigen, die ihr Studium ohnehin nicht nur das Praxissemester durch einen Nebenjob, zum Beispiel in einer offenen Ganztagsschule, teilweise oder komplett refinanzieren und sagen, wir müssen das aufgeben wegen des Praxissemesters, dann macht es Sinn, da genauer hinzugucken. Das ist aber etwas ganz anderes, auch vom Grundverständnis, als dafür zu sorgen, zu sagen, wir müssen das entlohnen. Das ist keine Arbeitnehmerschaft im üblichen Sinne. Das muss auch klar und offen gesagt werden. Wenn wir jetzt aber fragen, was die Piraten fordern, nämlich die Verkürzung des Referendariats soll zurückgenommen werden, dann verkennt man die bildungspolitische Wirklichkeit in Nordrhein-Westfalen ziemlich genau. Es gibt ja genug zu kritisieren an dem, was das Schulministerium veranstaltet und macht. Nur eins ist doch klar, der Bedarf an qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern wird in den nächsten Jahren steigern, zunehmen. Er wird gesteigert werden. Das heißt, wir müssen alles tun, damit wir möglichst schnell, möglichst viele, möglichst gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung haben. Es wird ohnehin dann schwer genug, alle Stellen zu besetzen. Die Verkürzung des Referendariats. Ich kenne keinen, der im Moment im Referendariat ist, der mir erzählt hat, das ist zu kurz. Manche sagen eher 18 Monate, das ist auch schon lang genug. Das heißt also, die Kombination zwischen Praxissemester und 18-monatigem Vorbereitungsdienst ist, glaube ich, genau richtig und zeitlich angemessen, um möglichst schnell dafür zu sorgen, dass diese Referendare dem Schuldienst zur Verfügung stellen. Daran muss man kommen. Was man vielleicht genauer ins Auge nehmen kommt, insoweit ist es ja richtig, dass man das Thema macht, ist, können wir nicht noch weiter dafür sorgen, dass zum Beispiel Übergangszeiten zwischen Abschluss des Referendariats und einer Planstelle, Übernahme in den Dienst, ob das nicht noch besser optimiert werden kann. Das ist jeden Blick wert in der Sache selber. Und das müssen wir uns sicherlich auch genau angucken in der Beratung. Ihre Hinweise für die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung. Ich glaube, es ist sinnvoll, auch weiterhin, auch im Rahmen der Evaluation zu überlegen, kommen wir oder gibt es nicht gute Chancen, wenn wir die Zentren und die Universitäten noch näher zusammenbringen. Allerdings, wenn man pauschalen Personalforderungen, die kann man immer aufstellen, wenn man sich aber eine Situation an diesen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung genauer angucken will, dann muss man auf eine Ungerechtigkeit vielleicht mal näher blicken, nämlich zwischen den Fachleitern für den Sek 1 und Sek 2 Bereich, die unterschiedlich besoldet sind, wo es auch unterschiedliche Personalrekrutierungen gibt. Das ist es allemal wert, dass wir da genauer hingucken. Das habe ich aber in Ihrem Antrag vermisst. Kurz und gut, wer dreimal mehr Geld fordert und nicht in Wahlkampfverdächte kommen will, sollte dann das Geld mitliefern, weil man dann konkret darum reden kann, wie man es umsetzt. Ansonsten
können wir da gemeinsam diskutieren, gucken, ob man konkret was verbessern kann. Aber dieses Antrags in dieser Gänze hätte es nicht bedurft. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaiser. Für die Fraktion Die Grünen spricht Herr Kollege Baas. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wie einige von Ihnen sicherlich wissen, bin ich selber ausgebildeter Lehrer für die Fächer Englisch und Sozialwissenschaften für die Sekundarstufen 1 und 2, wobei ich 2004 die erste Phase der Ausbildung an der Uni Münster abgeschlossen habe. Damals gab es noch die klassische Aufteilung in ein Grund- und Hauptstudium und darin eingefügt ein sogenanntes Tages- und Blockpraktikum in einer Schule. Ersteres dauerte im Grundstudium genau eine Woche, während das zweite Praktikum im Hauptstudium immerhin 4 Wochen in Anspruch nahm. Zu verfassen gab es dann jeweils einen Praktikumsbericht, in dem dann das eine oder andere Unterrichtsprojekt analysiert wurde. Damit war dann der Praxisteil im Studium für mich als angehender Lehrer beendet. Zu wenig, wie ich später im Referendariat feststellen musste. In den letzten Jahren wurde die Lehrerausbildung weiter den gesellschaftlichen Bedingungen angepasst. Vorhin wurde Digitalisierung genannt, aber auch sprachliche Heterogenität in der Schülerschaft oder Inklusion gehören dazu. Dabei wurde auch der Praxisteil für die Lernstudierenden seit 2009 deutlich erhöht. Neben dem neu strukturierten Orientierungspraktikum und dem Berufsfeldpraktikum in der Bachelorphase spielte das Praxissemester, welches im zweiten oder dritten Semester des Masterstudiums absolviert wird, eine bedeutende Rolle. Zentraler Lernort in diesem besonderen Semester ist der zukünftige Berufsort Schule, an dem die meiste Zeit in der fünfmonatigen Praktikumsphase verbracht wird. Hier sollen die Studierenden pädagogische und fachliche Fragestellungen in Form von Projekten und begleiteten Unterrichtsvorhaben reflektieren und vor allem sich ausprobieren. In einer jüngsten Evaluation des Praxissemesters bei den beteiligten Institutionen der Lehrerbildung und den Studierenden selbst ergab sich eine hohe Zufriedenheit mit der Durchführung und vor allen Dingen auch mit dem Erfahrungsgewinn. Der Antrag der Piratenfraktion zum Praxissemester erweckt den Eindruck, als ob diese Praktikumsphasen einzeln voneinander getrennt stünden und die Hochschulen, Schulen und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung nicht aufeinander abgestimmt arbeiten würden. Gespräche mit den Zentren für Lehrerbildung zeigten mir, dass diese Zusammenarbeit weitgehend gut läuft, was nicht ausschließt, dass sich die Vermittlung von wohnortnahen Praktikumsplätzen in Einzelfällen schwierig gestalten kann. Hier sind die Hochschulen und die Bezirksregierung immer dran, den Betroffenen zu helfen. Die Forderung nach einer Entlohnung des Praxissemesters kann ich nicht nachvollziehen, zumal im Praxissemester weder bedarfsdeckender Unterricht wie im Referendariat stattfindet, noch die Studierenden hier schon komplette Aufgaben von ausgebildeten Lehrkräften übernehmen. Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist der Vorwurf, mit der Verkürzung des Referendariats habe das Land einfach Sparmaßnahmen durchgeführt. Wer die Diskussion um die Reform der Lehrerausbildung hier im Landtag verfolgt hat, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Dieser Vorwurf übersieht, dass durch die Erweiterung der Praxisphasen im Lehramtsstudium an den Hochschulen Zentren für Lehrerbildung mit dementsprechendem Personal entstanden sind, die bis 2021 weiter ausgebaut werden. Ebenso die zusätzlichen Aufgaben und Ausbildungsstellen für die Förderpädagogik. Auch die Schulen werden für die Betreuung dieser Studierenden pro Halbjahr mit Stundenanteilen entlastet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Piratenfraktion stellt ein verzerrtes Bild der Lehrerausbildung in unserem Land dar, dem wir als Grüne Fraktion so nicht zustimmen können. Ich freue mich trotzdem auf eine angemessene und anregende Diskussion im Ausschuss zu diesem wichtigen Thema. Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir natürlich zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Baas. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Piraten weisen in dem Antrag sicherlich zutreffend darauf hin, dass wir eben zur Neustrukturierung der Zentren für die Lehrerausbildung, für die schulpraktische Lehrerausbildung und auch für die Betreuung an den Hochschulen, dass da noch Handlungsbedarf besteht. Ich erinnere nur mal an den rot-grünen Umgang mit den Fachleitern im Zuge der Novellierung der Lehrerausbildung vor einigen Monaten. Da sehen wir manche Entwicklungen auch bei den Zentren für die schulpraktische Lehrerausbildung mit Sorge.
Und wir haben uns gewundert, wie wenig zum Beispiel die Kritik der 220 Stellen für die vorherige Entlastung der Schulen für das Eignungspraktikum auch hervorgerufen hat. Und es ist ganz ohne Zweifel auch ein schlechtes Zeugnis für die Landesregierung, dass der Bildungsmonitor 2016 oder auch ganz aktuell das Statistische Bundesamt Nordrhein-Westfalen schon wieder die schlechteste Betreuungsrelation in ganz Deutschland bescheinigt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dennoch sehen wir den Piratenantrag kritisch. Die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes auf 18 Monate und die Einbindung intensiver frühzeitiger Praxisphasen in die Lehrerausbildung, wunderbar, in die Lehrerausbildung ist eben richtig. Und daran gibt es auch aus Sicht der FDP nichts zu deuten. Allerdings, wenn jetzt hier die Kollegen der Piraten in ihrem Antrag frei nach dem Verfahren wünscht ihr was Verfahren, bringt das natürlich auch Fragen mit sich, die wir so, jedenfalls mit der Beantwortung, die die Piraten hier vornehmen, nicht teilen können, sondern hier ist wieder einmal, wir versprechen jetzt allen alles und im Himmel ist Jahrmarkt. Wir haben die Schreiben zur Bezahlung der Studierenden im Praxissemester sicherlich alle bekommen und auch alle individuell dort die Gespräche geführt. Und individuell sind die Wünsche auch begründbar und nachvollziehbar, aber sie sind nicht sachdienlich, sie generell zu beantworten, und es ist auch nicht gerecht. Ich will jetzt gar nicht die Debatte darüber beginnen, wie auch Lastenverteilung letztlich auch erfolgt und wie zum Beispiel die Fragen, ob jetzt diejenigen, die in einer beruflichen Bildung oder eine berufliche Bildung durchlaufen haben, dann auch die akademische Bildung mitfinanzieren und wie sie sie mitfinanzieren. Aber hier kommt es ganz entscheidend auf den Charakter und die Aufgaben während dieses Praxissemesters an. Und hier hat der Kollege Baas gerade schon zutreffend darauf hingewiesen. Denn die Notwendigkeit, und das ist noch ein anderer Punkt, die Notwendigkeit einer finanziellen Organisation pflichtiger Praxisanteile finden wir doch auch in anderen Studiengängen. Erklären wir oder sollen diese Kosten dann auch sozusagen allgemein von der Gesellschaft übernommen werden? Das wäre doch sonst irgendwo eine komplette Schieflage. Im Rahmen von Berufsausbildung können Auszubildenden auch umfängliche Kosten entstehen, und soll man diese unterschiedlichen Ausbildungsgänge dann bei den jungen Menschen auch ungleich behandeln? Meine Damen und Herren, hier denke ich, sollten wir in der Tat das noch einmal etwas vertiefter diskutieren. Die Beratungen im Ausschuss geben da ja Gelegenheit. Allerdings sehen wir neben diesem skizzierten und hier aufgegriffenen Problemfeld in der Ausgestaltung des Praxissemesters auch Veränderungsbedarf. Das können wir ja dann auch in den Beratungen noch detailliert aufgreifen. Zum Beispiel die verlängerten Anfahrtswege werden angesprochen. Es ist aus unserer Sicht unstrittig, dass alle Schulen Ausbildungsschulen sein sollen, und es könnte dann auch zielführend sein, darüber zu diskutieren, ob nicht zum Beispiel freiere Gestaltungsmöglichkeiten im Einzugsbereich der Bezirksregierung sinnvoll wären. Und man sollte dann auch abwägen, ob die Möglichkeit des Tauschens von Plätzen unter den Studierenden einen gangbaren Weg darstellen, um das Verfahren auch einfacher und für die Studierenden auch letztlich einfacher handhabbar zu gestalten. Solche Vorschläge sind aus unserer Sicht diskussionswürdiger als einfach nur pauschal allen frei nach dem Motto im Himmel ist Jahrmarkt mehr Geld zu versprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Löhrmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte gerne einiges gerade rücken. Und da sich auch die Vertreter CDU und FDP nicht wirklich haben davon leiten lassen, was alles geleistet ist, auch an Gemeinsamkeit in der Lehrerausbildung, Herr Kaiser, möchte ich daran erinnern, dass es zu den guten Taten meinerseits auch gezählt hat, festzuschreiben, dass die Referendarzeit nicht auf 12 Monate abgesenkt wird, sondern wir jetzt im Gesetz 18 Monate festgeschrieben haben. Das habe ich nämlich etwas anders vorgefunden.
dann möchte ich ferner daran erinnern, dass wir auch durchgesetzt haben, dass die Plätze für die Referendarinnen und Referendare auf 9.000 festgeschrieben worden sind, weil auch da nämlich Kürzungen vorgesehen waren. Und wir hätten heute viel größere Schwierigkeiten, die Lehrerstellen, die wir schaffen, in hoher Zahl in diesem Haushalt auch zu besetzen. Also dann, wenn Sie meinen, Sie müssten was kritisieren, erlaube ich mir, darauf hinzuweisen. Es gibt keinen Kürzungsvorgang bezogen auf die Lehrerbildung in Nordrhein-Westfalen, lieber Herr Paul. Und ich habe die Kollegin Schulze gefragt, der Etat 06 ist im Bereich der Hochschule seit 2010 um 46% angewachsen. Der Haushalt des Schulressorts, den ich verantworte, ist einschließlich der Ergänzungsvorlage um 28% angewachsen. Also von Kürzung kann hier nicht die Rede sein. Und auch, liebe Frau Freimuth, was die Frage der Fachleiter angeht, ich habe Haushaltsklarheit und Haushaltsklarheit hier hergestellt und Haushaltswahrheit. Das war nämlich unterfinanziert mit der Finanzierung der Fachleitung, und das haben wir erst mal wieder in Ordnung gebracht. Also, das ist mir wichtig, das hier deutlich zu machen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die Piraten betrifft, sollten sich Irrtümer nicht festsetzen. Erstens, das Praxissemester, und das ist schon angesprochen worden, ist nach LABG ein reguläres Hochschulsemester im Rahmen des Studiums und liegt in der Durchführungsverantwortung der Universitäten. Ihr Antrag verkennt, dass Lehramtsstudierende in dieser Phase keineswegs in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Sie erbringen keine Dienstleistung für einen Arbeitgeber und somit keine Beiträge zur Unterrichtsversorgung. Sie wirken mit, aber das ist nicht zu vergleichen mit anderen Dingen. Entgegen Ihrer Annahme verfügen die Studierenden zu diesem Zeitpunkt mit dem Bachelor auch nicht über einen für das Lehramt berufsqualifizierenden Abschluss. Diesen erwerben Sie erst mit der Staatsprüfung im Anschluss an den Vorbereitungsdienst, zu dem der Master of Education Zugang eröffnet. Deswegen kann das Praxissemester auch nicht mit Vergütungsansprüchen verbunden werden. Zweitens. Die Landesregierung hat erhebliche finanzielle Mittel für diesen Ausbildungsabschnitt investiert. Im Vollausbau entsprechen die 566 zusätzlichen Stellen für die ausbildungsfachliche Betreuung und die Praxisberatung der Studierenden rund 28,3 Millionen Euro, also nichts mit Sparen und Einschneiden. Auch hinsichtlich des Betreuungsverhältnisses und der fachlichen Qualität stellt das Praxissemester eine wesentliche Investition des Landes dar. Schulen und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung erhalten pro Studierendem jeweils 2 Anrechnungsstunden für ihre Aufgaben im Rahmen der Ausbildung. Meine Damen und Herren, die hohe fachliche Qualität des Praxissemesters möchte ich in diesem Zusammenhang deutlich hervorheben. Und ich freue mich, dass ich heute schon auf die bestätigenden und ermutigenden Ergebnisse der standortübergreifenden Evaluation verweisen kann. Sie wurde auf der Grundlage einer standardisierenden landesweiten Studierendenbefragung aller lehrerausbildenden Hochschulen in NRW im Frühjahr durchgeführt. Der Abschlussbericht ist fertiggestellt und die zentralen Aussagen sind wirklich sehr, sehr erfreulich. So wird die Begleitung und Unterstützung durch Schulen und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung von deutlich über 90% der Studierenden als sehr positiv wahrgenommen. Insbesondere die eigene professionelle Kompetenzentwicklung beschreiben 85% als besonders großen Gewinn. Wo Optimierungen sinnvoll und nötig sind, haben Schul- und Hochschulseite ergänzende Vereinbarungen geschlossen. Meine Damen und Herren, ich finde es bedauerlich, dass Sie in dieser Art und Weise das Praxissemester pauschal schlechtreden, denn die Ergebnisse der Evaluation, hinter der alle lehrerausbildenden Universitäten stehen, zeigen ein völlig anderes Bild. Ich hoffe, dass die Ausschussberatungen dazu beitragen, diese verschiedenen Sichtweisen, die wirklich falsch sind, der Realität anzupassen. Es lohnt sich, darüber im Ausschuss zu sprechen. Und Nordrhein-Westfalen kann froh sein, dass es eine so innovativ aufgestellte Lehrerbildung hat, mit Deutsch als Zweitsprache, als Pflichtmodul, mit Inklusion als Teil der Lehrerbildung schon heute, mit Digitalisierung eingewebt in die Lehrerausbildung. Damit sind wir auf der Höhe der Zeit, und das ist gut, weil gute Lehrerinnen und Lehrer natürlich wichtig sind für gute Schulen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Dr. Paul hat sich noch einmal für einen kurzen Beitrag gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich muss hier wohl doch noch ein bisschen was gerade rücken. Zunächst mal herzlichen Dank für die sachlichen Anteile in Ihren Beiträgen. Ich habe sehr aufmerksam zugehört und weiß das durchaus wertzuschätzen.
Frau Ministerin, wenn man immer auf einen gestiegenen Globalhaushalt verweist und diesen einen Prakt, das kann man machen rhetorisch, ist aber nicht ganz koscher nach meiner Auffassung. Liebe Frau Hammelrath, Sie haben uns vorgeworfen, wir würden dort Populismus betreiben. Ich muss dann auch wirklich die Frage stellen, in welchem politischen Wolkenkuckucksheim Sie leben, wenn uns die Studierenden und Leute von den Zentren für Lehrerausbildung genau das erzählen. Also das kann doch nur so ein Wolkenkuckucksheim sein, beziehungsweise Neudeutsch-Hyperraumblase. Wir reden mit diesen Menschen. Und ich habe heute Morgen noch einen Hinweis bekommen, dass gerade, was die Wissenschaftsanbindung der Zentren für Lehrerausbildung zur Hochschule angeht, es gewaltig knirscht. Also da muss noch nachgebessert werden. Wir freuen uns auf die Debatten im Ausschuss. Danke. Vielen Dank. Herr Dr. Paul, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 19-302 an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung federführend sowie an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7.